Ja, einen wunderschönen guten Abend. Beziehungsweise für euch guten Morgen wünsche ich euch. Hier ist wieder Hello Pedelec und ich bin's Heizi unterwegs, beziehungsweise diesmal Heizi vloggt und wollte mal hier drüber die Anmoderation machen. Wünsche euch nun viel Spaß in der nächsten Folge Hello Pedelec. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, was der Heizi unterwegs da heute für Flausen so hat. Also irgendwie ist er recht aufdringlich geworden. Naja, gut. So, ich werde mal mein kleines schlaues Büchlein schauen, weil irgendwie weiß ich gar nicht, was heute so dran ist. Weil ich habe mir hier so ein Büsken eingerichtet, wo ich diverse Fakten zu meinen Hello Pedelec Sachen gemacht habe. Ne, wie ihr auch seht, hier so Hello Pedelec, Hashtag bla. Ja, meine Handschrift ist grauselig, ich weiß das, aber ich kann sie lesen, das reicht. Ich habe hier einen Post-it drin von Heizi unterwegs. Hab sie gefunden, Dickerchen, gib ab. Also ich muss mit dem mal ein ernstes Wort reden. Erstmal nicht nur, dass er frech wird. Also irgendwie ist das hier so eine Sache. Naja, diese Persönlichkeiten, ne? Das ist schon. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir trotzdem Notizen gemacht. Gib ab. So ein Spinner. Ja. René, sei mir gegrüßt, weil hier komme ich auf ein Thema, was uns beide betrifft. Das hatte ich in deinen, ich glaube, was war denn das? Ach, in einem deiner Abnehmvideos habe ich auch noch mal realisiert. Hey, hast schon länger nichts zu gesagt zu deiner E-Bike-Diät. Also abnehmen mit dem Pedelec. Wir haben es mittlerweile Februar, den 16.02. und es ist nichts passiert. Ganz im Gegenteil, ich habe 5 Kilo zugenommen. Also nach dem Abnehmen wieder 5 Kilo rauf. Ich habe jetzt keine Lust gehabt, das zu dokumentieren. Das Jahr ist noch lang. Ich gebe mir da eine gewisse Anlaufphase. Aber ja, nein, ihr habt recht, das geht so nicht. Ich werde definitiv da jetzt dran arbeiten, weil das hat so keinen Sinn. Aber es gab dann den einen oder anderen Umstand, dann hat man wieder, ja, morgen, ne? Wie das so ist. Ihr kennt diese Leute, die einen Zettel überm Bett kleben haben, ab morgen fange ich an oder morgen fange ich an aufzustehen und dann liegen sie und liegen sie und liegen sie. Muss ich gestehen, diesen Zettel habe ich eine Zeit lang auch im Spiegel stehen gehabt, ne? Ab morgen. Ab sofort steht er ab heute dran. Das werde ich jetzt konsequent durchziehen. Das Wetter soll ja jetzt auch nicht schöner werden. Aber es muss was passieren, das geht so nicht. Ich habe da so ein paar Sachen bemerkt, aber auch mit dem Rücken, das wird alles nicht. Ich bin jetzt dran. René, wir beide haben ja schon eventuell ein Date im Sommer, also sprich jetzt nicht zwar persönlich, aber battletechnisch. Da wollen wir mal schauen, was wir da so machen können. Alle anderen seid mir natürlich auch gegrüßt. Kanalempfehlungen sind wie immer gewohnt unter dem Video in der Infobox. Und ja, da gebe ich jetzt mal zu dem frechen Vogel da ab. Hier heizt sie unterwegs. Der hat nämlich jetzt eine Woche lang für euch gevloggt, 5 Tage lang. Und ja, ich bin mal gespannt, was dabei rumgekommen ist, ne? Also, ab zu heizt sie unterwegs. Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Heizi unterwegs hier. Ja, ich habe mir gedacht, ich könnte mal wieder eine Vlog-Reihe machen. Diesmal mache ich einen Wochenvlog. Den packe ich hier rein. Wer bist du denn? Ich komme gerade von der Nachtschicht. Ich habe jetzt quasi Feierabend und werde jetzt losfahren. Wir haben es Montag, den 10., wenn ich mich nicht täusche. Richtig, jetzt um 6.25 Uhr. Die Nacht hat die Sabine gewütet. Da war ja dieses Sturmtief. Und ja, wollen wir mal schauen, ob ich vielleicht ein paar interessante Eindrücke auf dem Nachhauseweg habe. Ich bin mit dem Auto unterwegs. Also bleibt dran. Ich hoffe, man kann was sehen, aber sehr wahrscheinlich nicht, ne? Hier liegt überall gut Material rum.
Entschuldigung, ich habe das Equipment nicht dabei, was ich sonst dabei habe. Naja, geht ja eigentlich. Hier waren wohl auch schon... ja, hier geht's schon los. Ah! Nee, das geht so nicht. Ja, hier liegt rechts und links jede Menge Zeugs rum. Oh ja, die Sabine hat ganz schön gewütet. Naja, dann würde ich sagen, bleibt dran und wenn noch was Lustiges kommt auf dem Heimweg, dann seid ihr natürlich dabei. Ich bin zu Hause angekommen. Mal richtig Schlüssel raussuchen. Es weht immer noch ein gutes Lüftchen. Aber die Straßen sind weitgehend frei. Und alles gut. Die hatten Sabine ja mit Kyrill damals verglichen. Ich glaube 2007 war Kyrill. Das ist also schon ein paar Jahre her. Aber... nee, ich habe Kyrill live miterlebt. Ich war da damals auch unterwegs gewesen. Und mit Kyrill war das jetzt nicht zu vergleichen. Ja, dann würde ich sagen, seid ihr live dabei, wenn es nachher wieder losgeht. Bis später. Alexa, Hintergrundlicht an. Okay. Danke. Gern geschehen. Ich hoffe, du hattest einen tollen Montag. Ja, ich habe ihn bis jetzt verschlafen. In dem Sinne, guten Morgen. Ja, ich bin gerade aufgestanden. Ich mache mal hier ein bisschen mehr Licht. Das ist ja alles ein bisschen wenig hier, ne? 18 Uhr schon. Ja, ich habe ein bisschen lange in der Koje gelegen. Aber ich hatte keinen Bock aufzustehen. Und am Montag draußen, das Wetter ist schlecht. Ihr kennt das. Ne? Ja, so, ich werde jetzt mir hier einen Kaffee reinhauen. Ich mache jetzt immer nur so kurze Videos, damit das auch für eine Woche in die Hello Pedelec-Folge geht, habe ich mir überlegt. Da werden demnächst wieder Tageslogs kommen, vernünftig schön. Ich habe da schon eine Idee, aber bis dahin habe ich gedacht, ich mache einfach mal so einen Wochenzusammenschnitt hier und hoffe, das gefällt euch. Also immer so 1-Minuten-Videos. So bis Freitag, Wochenende nehme ich mir mal frei. Und ja, in dem Sinne können wir dann gleich noch gucken, wie es unterwegs aussieht, ob die schon alles weggeräumt haben, weil ich werde definitiv wieder mit dem Auto zur Arbeit fahren, denn es hat angefangen draußen ein wenig zu schneien und für die Nacht ist 0 Grad gemeldet, das heißt es ist glatt und wir wollen ja nichts riskieren. Ne? In dem Sinne, bis später. Ja, endlich soweit. Wir haben es jetzt 20.06 Uhr schon. Ich bin auf dem Weg zur Nachtschicht. Die beginnt um 20.45 Uhr. Ist aber kein Problem. Seit neuestem steht unsere Kellertür hier im Offen. Ich weiß nicht, wer das ist. Irgendwas kommt. Okay, ist keine Absicht. Sie fällt einfach nicht mehr richtig zu. Dann weiß ich, woran es liegt. Ich habe immer gedacht, die lässt jemand mit Absicht offen stehen. Ja, ich bin jemand, der zieht Türen gerne ran. Vor allem, weil hier auch schon mal geklaut wurde. Naja. So, auf dem Weg zur Arbeit, ihr erinnert euch, lagen einige Bäume in der Gegend rum. Schön, wenn das alles funktioniert, was ich so baue. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder und schauen mal, ob das alles weggeräumt wurde. So, meine Freunde,
Das ist hier wieder eine Strecke, ja, hier am Seitenrand liegt noch alles, aber na, gemacht haben sie hier nichts. Seien wir doch mal ehrlich. Gemacht haben sie hier nichts. Ja, nun denn, war nichts Spektakuläres. Es stürmt noch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen ist alles tutti. Dann sag einfach mal bis später. So, guten Morgen, 6.16 Uhr. Ich habe Feierabend. Ja, ich zeige euch mal, was ich gebastelt habe. Ja, mein Auto. Ah, jetzt klappt sogar. Es ist ein bisschen kalt und die Dämpfer arbeiten nicht so, wie sie sollen. Das sind neue Dämpfer, habe ich verbaut, weil die alten waren defekt. So, bis später. Meine Lieben, ich bin zu Hause. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich schmeiß mich jetzt ins Bettchen und sage einfach mal bis später. So, schönen guten Abend. Sieht man mich überhaupt nicht wirklich, ne? Ja, ich hatte mich heute eigentlich gefreut. Ich sehe nichts, Kollege. Frei. Dass ich hätte mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ja, da ist nichts draus geworden. Es hat angefangen zu schneien. Ja, es ist jetzt nicht die Weltschnee, die runtergekommen ist. Aber da es um 0 Grad rum ist, oh ja, stellenweise doch glatt, fahre ich halt mit dem Auto mal wieder. Naja, bleibt dran, ich halte auf dem Laufenden. Ja, ihr seht's, es ist ein bisschen Schnee. Es ist okay. Ja, da kann man jetzt nicht sagen, dass es irgendwie katastrophal wäre. Also von daher alles gut. Ja, dann sage ich jetzt einfach mal bis später. Ja, guten Morgen. Ich bin bereits zu Hause. Unterwegs war nicht so viel los. Und vom Schnee ist auch kaum noch was da. Von daher habe ich es verzichtet. Unterwegs ein Video zu machen. Weil das ist ja Blödsinn. Ja gut, ja. Dann bleibt mir jetzt nur eins zu sagen. Ich gehe jetzt auf direktem Weg ins Bett und bis später. Servus. Ja, wie vorhin beendet, geht es jetzt auch schon weiter, wieder zur Arbeit. Aber die letzte Nacht, dann habe ich 2 Tage frei und dann darf ich am Wochenende schon wieder ran. Ja, Arbeit macht frei, ist einfach so. In dem Sinne sage ich jetzt bis später. Ich glaube, es ist dunkel. Ich mach mal ein bisschen Licht. Moin moin. So, kurz, knapp und bündig. Nachtschicht zu Ende. War eine gute Nacht. Und die wünsche ich jetzt auch. Ich gehe jetzt schlafen. Ciao. Guten Abend. Dies wird ein ganz kurzes Tagesabschlussvideo, da ich mich gerade tierisch über den Server von EA aufgeregt habe. Weil für mein geliebtes Spiel haben sie den Server vom Netz genommen. Sehr ärgerlich, aber so ist es halt. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend gehabt zu haben und begrüße euch dann morgen. Morgen mache ich übrigens die letzten Vlogs und ja, würde dann mal sagen, gehabt euch wohl. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben es jetzt 8.18 Uhr. Mein zweiter freier Tag. Gestern, ja, ist nicht viel passiert, wenn man so aus der Nachtschicht und so ist, alles, ja, ist so eine Sache. Ja, heute, ich bin echt müde.
Die Nacht war nicht so toll. Und dementsprechend wird heute auch nicht ganz so viel laufen. Ich muss mal gucken. Ich will nachher noch ein bisschen am Fahrrad schrauben. Da nehme ich euch natürlich mit. Und heute Abend gibt es noch ein Special. Das habe ich gestern Abend noch klar gemacht. Ja, so ein kleines Special halt. Aber nun denn, es sei so. Ja, jetzt erstmal wach werden, Käffchen trinken und dann sage ich mal bis später, ne? Meine Lieben, ja, ich werde jetzt in den Keller gehen, um Folgendes zu machen am Rad. Dieses Teil zu installieren. Es ist ein Schutzblech. Entschuldigung. Aber ich möchte es der eigentlichen, dem, nicht der, 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 die, das, dem eigentlichen Sinn, Zweck entfremden. Und hoffe, das haut hin. Ich wollte euch dazu mit runternehmen. Das tue ich auch, aber nicht in diesen Vlogs. Also ihr dürft gespannt sein, da wird nämlich ein Video kommen. Bis später. Ja, schönen guten Abend, mein letztes Log für diesen Abend und möchte ich mit einem Special Gast quasi die Sendung abmoderieren, beziehungsweise die Vlogs beenden, eine Woche lang, ich hoffe es hat euch gefallen. So, wir haben nämlich jemanden zu Gast quasi. Ihr dürftet ihn alle noch kennen hier, Dena, sag mal hallo. Ja, schönen guten Abend. Ja, der Kleine hier und ich sind ein bisschen am Video telefonieren, so nennt man das, glaube ich, heutzutage. Und ja, richtig. Und ja, wir sagen in dem Sinne tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao.